Leute, was geht ab, Leute? Team Bubble hier mit einer neuen Ankündigung. Und zwar bringen wir eines unserer beliebtesten Projekte zurück. Das wird öfters verlangt. Und zwar TBT im Glück. Basierend auf dem Märchen Hand im Glück, in dem er immer versucht, ein bisschen zu trainen und immer weiter zu trainen, bis er am Ende richtig krasse Sachen hat. Ja, nicht verwechseln mit dem Burgerladen Hand im Glück, ja. Ja, Mann, obwohl der auch krass ist. Also, obwohl er auch krass ist. Ich dachte, das wäre der Hans im Glück im Burgerladen. Oh mein Gott. Nee, das Märchen. Und wir bringen das eben zurück. Mit allen Jungs. Mal schauen, wer alles mitmacht. Wir versuchen es zumindest. Ja, genau. Es wird sehr schwer. Ja. Neue Regeln, dies, das, neue Herausforderungen. Wir sind hier im Laden nicht so beliebt, deswegen wird es schwerer zu trainen, außer Tati. Mich lieben die, Alter. Dich hassen die am meisten, Mann. Strong, der Trainer, wird Probleme haben wegen seinem Groove. Ein krasser Ruf, was soll ich machen? Barisch wird Probleme haben, weil er nie da ist. Ja. Sieh mir auch wegen seinem Ruf. Ja, Mann. Egal, ich werde gewinnen. Und neue Regeln, wie gesagt, wir wissen noch nicht ganz genau, wie es ablaufen wird. Ihr könnt es unten in die Kommentare schreiben, falls ihr Vorschläge habt, Ideen, wie wir das umsetzen werden. Ja, genau. Diesmal wird auf jeden Fall jeder Tosch gefilmt. Das war ja letztes Mal ein großes Problem. Und wir haben Unterstützung von Ultimate Gut bekommen. Ja. Jeder bekommt eine Mappe und alle Trades gehen da rein. Danke an Ultimate Guard. Vielen Dank. Mach mal den Ordner auf. Ja, schnell als ich habe immer Probleme mit Ordnern. Alles, was zum Aufmachen ist. Das ist der Ordner. Da kommen alle Trades rein. Wir haben uns überlegt, wahrscheinlich fängt jeder mit einem Boost an von Bosch. Ja. Ist auch garantiert eine Super Rare drin. Eben, ja. Wenn man Glück hat, hat man gleich eine gute Karte und kann man gut traden. Wenn man Pech hat, hat man gar nichts. Ja, man muss leiden, da, ja. Muss man echt schwer kämpfen. Wieder leiden, unser Motto. Aber auf jeden Fall ist es echt eine schöne Sache. Ja, ist sehr interessant. Die erste Frage eines Traders ist, darf ich die Karten auch verkaufen? Nein. Nein, du musst sie traden gegen andere Karten. Du musst am Ende besten Karten haben. Genau. Ich bin du darfst schon verkaufen, aber dann hast du keine guten Karten mehr. Dann hast du verloren. Oh mein Gott, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, ja, wenn ich Notes drin hab, um einfach dann zu sehen, wie viel mit geringem Aufwand man gute Karten... Ja, ist auch gut für neue Spieler zu sehen. Und das ist sehr interessant, genau. Ja, ich freue mich schon drauf und ich weiß, ich werde gewinnen. Ja. Wer bewertet das dann? Die Zuschauer, oder? Die Zuschauer, ja. Am Ende zeigt jeder seinen Ordner und dann bewerten die Zuschauer wahrscheinlich. Genau, vorher, genau nachher. Hier. Stimmst du mich dann ab? Jetzt sowieso gewinnen. No chance. Achso, ja, okay. Das wird auf jeden Fall eine lustige Sache. Wir halten euch am Laufen. Wird mehrere Videos geben. Für eine gewisse Zeit wird es jetzt auf unserem Channel laufen. Ja, wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, glaube ich. Oder ein paar Wochen, vielleicht. Ab und zu immer wieder ein Update, wenn wir genug zusammenbekommen. Genau, immer ein Update. Wir zeigen dann auch jedes Mal, was wir gegen was getauscht haben zum Beispiel. Genau. Ja. Und dann, wie gesagt, am Ende entscheidet dann ihr, wer wirklich am besten getradet hat, wer am besten getauscht hat. Also Ideen, wie das genau ablaufen wird oder ein paar Regeln oder so, könnt ihr uns gerne vorschlagen unten in den Kommentaren. Ansonsten bleibt dran, schaut vorbei. Genau, sehr gut. Wäre sehr gut, wenn auch ein paar Vorschläge von euch kommen würden, ja, um sowas zu verbessern oder zu ändern, irgendwas, ja, oder mit Karten anfangen, was auch immer. Was ich am besten auch vielleicht auch reintraden soll oder ranholen soll, was ich am besten auch vielleicht vertauschen soll. Das werden dann in den nächsten Folgen dann kommen, wenn wir mal wenn wir wissen, mit welchen Karten wir überhaupt anfangen. Wobei ich bin. Aber ich fange mit Lotus an. Hättest du gerne. Ja, wir werden jetzt also, dann, also wie gesagt, Antwort ist einfach drauf, vielleicht habt ihr eine gute Idee, mit was wir starten können und dann werden wir eigentlich dann schnell wirklich anfangen damit, ja, und wir geben unser Bestes, ich gebe mein Bestes und fertig. Wird lustig, viele leiden. Ich halte euch auch auf dem Laufenden, wie ich seine Tausche vermasseln werde. Nein, das hier. Ich meine, hier passen 160 Karten rein, vielleicht werde ich auch schaffen, dass es 160 Karten da drin sind, ja, dann wäre ich echt krass, ja. Wir können auch so machen, wer es zuerst schafft, das ganze Teil hier voll zu kriegen. Nein. Nein, glaube ich. Und vielleicht habe ich auch nur eine Seite, das heißt 4 Karten, ja, da bin ich gar nicht so krass. Wir werden sehen, wir werden leiden auf jeden Fall. Ja. Ein paar werden von uns leiden, ein paar nicht. Ich werde auf jeden Fall leiden bei den Trades. Wir freuen uns drauf. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch gerne Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab, unten in der Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet's nicht.